machen diese ganzen Theorien. Und dann noch eine Kadenz, komplette. Ja? Genau. Und das ist einfach diese große, du kannst nicht da. Weil da wird es nämlich dann kürzlich. Es geht nicht darum. Ja? Weil ich dann Angst habe, jede Note. Ja, natürlich. Genau, als Teil des Ganzen, nicht ja, als Detail an ja, sich. Ja, genau. Schau mal, das ist einfach erst einmal ein kurze Tonika, Dominante, Dominant-Tonika, zwei kurzen, ja? Und wie fängst du Tai Chi? Ja, wie fängst du jedes Fragment, je nachdem, ob du jetzt zwei Takte oder vier Takte hast? Ja, eigentlich mache ich zwei, also zwei plus eins. Also an Antwort. Yes. Und dann, oh, jemand, der ausbricht aus dieser Sound. Ja, also der Anfang vom dritten Motiv, ja, ist viel offener und intensiver. Das heißt, die zwei schauen auf sich selbst, auf sich. Ja, ja, das ist einfach nur. Also es ist was ganz anderes. Das ist eigentlich, nein, das ist gar nicht anderes. Das ist perfekter, also absolut vom klassischen so Formbau. Naja, absolut perfektes Theme, also perfekte Form, Fragment von diesen langen einfach Periode, weil hier ist im goldenen Schnitt ist die höchste Spannung und höchste Aufregung. Ach so, ja, hat mit dem goldenen Schnitt zu tun, ja. Weißt du? Ja. Wenn eine Phrase nach diesem Bau, wo goldener Schnitt einfach die größte Aussagekraft hat, ist perfekt. Ah, so da. Ach so, okay. Ja.
bisschen aufgeregter, ein bisschen mehr Spannung von der Dominante. Ja, also das hat und ich mach erstmal, dass ich mir so mit dem Kopf erstmal klar werde. Okay. Also eigentlich ist ja das wie Tonika. Tonika ja, ist ja wieder ja, entspannt. Ja. Aber Tonika heißt nicht, aber nach außen. Tonika heißt nicht leise. Tonika heißt einfach ohne Spannung, ja, offen. Das wäre mit Spannung, ja? Okay. Also das mehr oder weniger das
loslassen direkt nach dem Anschlag. War fliegen lassen. Ja, aber verlängern, als ob du singen würdest. Nicht dir, dir. Ja, erstmal einfach ein bisschen höher fliegen und runter machen und dann einfach runter. Einfach das sind so diese Sachen, eigentlich kenne ich es schon, aber ich habe es selbst, ich kenne es nur theoretisch, nicht praktisch. Also wenn ich es mal hören könnte selbst, dass es wirklich den Klang verlängert. Weil ich versuche das, das hilft mir auch nichts, wenn ich theoretisch rangehe. Wenn du das hörst in deinen Ohren, dann ist es was Reales. Ist was Reales und die Zuhörer wundern sich, wie kann er dann auf einem Klang plötzlich Crescendo machen? Ja genau, das ist diese Sache, das was nicht mehr Klavier, sondern eigentlich eine Orchestersache ist. Ein Orchester kann das und Klavier ja, sollte es nicht aber können. Aber wir können das mit Ohren machen. Ja, also ja, dieses... Genau. Ja, ja. Das möchte mal einen Unterschied hören. Weil irgendwie die Sache ist die, wenn ich das so innerlich tue, dann stelle ich mir es auch irgendwie vor, aber dann gleichzeitig höre ich das nicht genau, wie es eigentlich passiert. Ich meine, Sie können das hören dann, also ich glaube Ihnen ja, dass Sie hören, dass auf einmal der Klang nach oben geht. Das ist pure Illusion, weil Illusion ist sehr starke Illusion, ach so, dass der Klang aufblüht. Ah, okay. Wenn das in deinen Ohren aufblüht, die anderen haben auch dasselbe Gefühl. Ach so, okay. Das ist Energie, das ist einfach... Eben. Verstehst du? Okay. Wir senden Energie und wir sprudeln Energie und die fliegt bei uns frei und die haben das Gefühl... Ah, okay, das ist gar nichts Materielles. Wenn du das nicht hörst, dann... Ah ja, klar. Okay, habe ich verstanden. Dann ist das überhaupt gar nicht... Ist das, ja, Illusion, wie Sie sagen. Ja. Aber weißt du, die schreiben das für diese, weil das ist einfach ganz kurze Moment, einfach wo du aufgesprungen bist und einfach kurzen Moment, du kannst in der Luft bleiben, verstanden. Fliegen. Weißt ja. du, diese Momente des Fliegens sind diese wertvollsten Momente in der Musik. Ja, ja, okay. Geschrieben, einfach irgendwas mussten wir schreiben. Das sind die Momente, für was die anderen Töne einfach vorbereiten. Ja. Und da musst du voll genießen, mit deiner Energie einfach da bleiben. Fortissimo irgendwie kommt, da, bam, bim, bim, die fangen da auf ja, einmal ja. an. Ja, ja, das ist kein Problem, das machst du auch mit. Ja. Aber, weißt du, wichtig ist, ja. diese Momente einfach nur erleben und wollen und die ziehen uns nach oben. Ja? Wenn du es einfach nach diesem Ton einfach abstürzt und den Ton vergisst, dann einfach erlebst du das nicht. Wenn du diesen Ton mit diesem Ton dich zieht nach oben, du möchtest ein bisschen noch da bleiben, aber nicht übertreiben. Ja? Nicht verlängern oder nicht extra den scharf machen, damit er länger klingt. Nein, das ist nur deine Energie. Ich verstehe. Das heißt, man ist immer noch im selben Rhythmus. Der Rhythmus bleibt dasselbe. Natürlich, er zeigt es nur einfach, wo deine Energie rausschleudern muss. So, ja. Aber nicht den stärker machen oder den extra draufdrücken. Oder genau. Aber ich weiß nicht, warum, wenn ich das mache, da kriege ich so ein... Ja. Gefühl. Es ist so, wie wenn ich schwach bin. Es ist so irgendwie, wie wenn ich ein Gewicht hochheben möchte, das ich noch nicht hochheben kann. Ich merke es. Das ist, dann spürst du diese Alpha-Gravitation, was wir einfach spüren. Wir sind zwar, wir können nicht lange da bleiben, wir fallen schon runter. Aber dieses Gefühl von
ein bisschen in der Luft bleiben, ein bisschen fliegen zu können. Wir träumen doch alle vom Fliegen. Ja? Denn die Menschheit wollte schon immer Flügel bauen, um einfach in der Luft fliegen zu können, wie ein Vogel. Ja? Aber in der Musik können wir das. Und das ist aber diese Illusion, die alle haben wollen. Ja? Und ja. Das ist einfach. Ah, ja. Und hier hat man es voll. Jetzt war perfekt. Also einfach so ist es. Nur mit diesen Momenten eigentlich zu spielen. Okay. Alles vorher ging zu diesem Ton. Probieren wir es mal noch. Ja. Ich hab noch eine Sache, die ich jetzt gerade auch dabei beobachtet habe. Vielleicht kann das Ihnen hilfreich auch sein, dass wir wieder was sagen können. Und zwar, es kann vielleicht sein, dass da meine Lunge ein klein bisschen mitmacht und die ist dann das, was es dann so anstrengend in Anführungszeichen macht. Das wäre eigentlich sehr, sehr schön, wenn der ganze Körper mitmachen würde. Weißt du? Ich meine nicht mitmachen, sondern dass die Lunge mehr oder weniger, dass es zu viel, dass es angespannt wird, dass da sich jetzt was anspannt. Oder nee, so. die soll gar nicht angespannt genau. Sein, die soll einfach nur rechtzeitig atmen können. Ja? Genau, richtig. Weil die richtige Stelle. Ich, mehr oder weniger in anderen Worten, dass mein Atem immer noch so ein bisschen mitmacht, aber es sollte ja unabhängig sein davon. Nein. Soll voll wie Sänger arbeiten. Okay. Du sollst einfach innerlich nicht so laut einatmen wie ein Sänger. Aber wie ein Sänger, das heißt, wenn die Phrase atmen. Zu lang ist, dann atme ich halt auch zwischendrin ein bisschen mal. Atmen, ja, aber so schnell zu spielen und so einfach die Phrase umarmen, ja. Dass du die auf einem Atemzug singen kannst. Ach so, und dann kommt es automatisch auch natürlich ja, raus. Natürlich. Ja, das ist die, weil ich habe einen anderen Professor im Meisterkurs gehabt, der hat gesagt, der Atem muss unabhängig sein von dem. Und der hat es mir eigentlich gesagt, okay, ich mache mal, was sie sagen. Nee, weißt du, probier's mal einfach auszuatmen und ohne zu atmen anfangen die erste Phrase. Wie wird es für dich klingen? Ohne einzuatmen vorher. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, also... Es ist so... Verstehst du? Ja, genau. Und danach, atme da mal in so zwischendurch. Weißt du, das ist einfach das Problem von sehr vielen Professoren, die meinen einfach, das ist nur manuelles Spiel. Das, was du, der Körper ist, du einfach, das ist alles unabhängig. Nein, du spielst doch jetzt das Stück. Da sind einfach eigentlich einfach Phrasen, Kadenzen, Phrasen, diese ganzen Formen, die eigentlich einfach, du kannst auch für viele Instrumente und Sänger und so weiter auslegen. Du bist jetzt mit diesem Stück, dann atme mit diesem Stück zusammen. Ja, eigentlich würde ich das natürlich intuitiv. Es ist total natürlich und dann durch unser Atmen ist auch Energiezufuhr da. Ja, genau. Verstehst du, wenn du das alles unabhängig machst und einfach zwischendurch, weil... Ach so, was ist da für ein Schmarrn? Was für ein Nonsens? Stimmt eigentlich. Ja, weil dann hast du nicht die genügend Energie im Körper. Absolut. Ach so. Ja, das macht jetzt auf einmal Sinn. Deswegen habe ich das jetzt Ihnen gesagt, sodass wir das durchsprechen und mal Klarheit darüber schaffen, was das überhaupt bedeutet, wenn man den Atem unabhängig machen würde davon. Da ist es einfach, ja, du beschäftigst jetzt hier deine Finger, ja, und aber energetisch bist du ganz auch vor. Das heißt, wenn ich das mache, dann mache ich... Ja, das war schon mal... Natürlich, das war total natürlich.
Aber das war jetzt ganz wichtig, dass wir das entdeckt haben oder aufgedeckt haben, ja, diese Wichtigkeit von diesem Atem. Natürlich. Weil das aber das habe ich schon mehrmals dir gesagt. Aber das ist einfach... Okay, stimmt, ja. Das ja ist keine, im Internet ist bloß einfach ist nicht so richtig klar. Vorher beim letzten Kurs, da warst du mit vollen anderen Dingen beschäftigt. Ne? Na gut, das war... Ja, also, aber jetzt bin ich ja weiter, jetzt brauche ich ja diese... Natürlich, ja? Ja. Verstehst du? Und dann merkst du, du wirst hören, wie... Also eigentlich voll fertig das einfach klingt, ja, also das ist einfach wie ein Fluss, wie ein, ja. Jetzt probiere ich mal weiter, weil ich glaube, jetzt habe ich so langsam, weil diese Enggefühl, dieses Gefühl, das habe ich noch nicht richtig Ihnen beschreiben können. Manchmal passiert es, dass ich so ein Gefühl der Enge habe. Und da kannst du eigentlich, also du kannst, oder ich kann für dich einfach ausschneiden, einfach da, wo du angefangen hast, einfach wo du normal gespielt hast, und mit diesem, wie ein klarer Klang. Ja, ja. Absolut einfach präsent, voll, energievoll. Da. Aber dann wissen wir jetzt etwas. Der Energiekörper, der das ja das Ganze macht mit Hilfe des Ohrs. Also das Ohr mit Hilfe des Energiekörpers, so, ja, ist es richtig. Ja. Der Körper braucht aber auch den Atem dazu. Ja, natürlich. Das ist, und das auch ist ein Teil von der Energie, weißt du? Was machen die ganzen sportlichen Übungen? Die machen... Alles Atem. Probier's mal ohne... Was schaffst du da ohne Atem, ohne viel... Energie ist auch... der Atem ist ein Teil von Energie. Um durch die... Und einfach das Blut einfach durch die Adern einfach strömen zu lassen. Wie heißt ja, das? Ja, warum alle Sportler machen auf den Ausatemzug einfach einatmen und... Weil das einfach... Hast du Energie. Dasselbe ist bei der Musik. Weil jetzt merke ich nämlich auch diese Energie immer noch in meinem natürlich, Körper. Natürlich, natürlich. Und dann bist du aufgeladen, weißt du? Das ist was wie Adrenalin eigentlich. Natürlich. Dann ja, kommt Adrenalin. Da kommst du einfach so, dass du eigentlich die Energie nicht verbrauchst, sondern du schleuderst und bekommst nur doppelte zurück, weißt du? Ah, okay. Das heißt, wenn ich hier mache, jetzt die Sache, wo würde ich, gut, das hat ein bisschen was mit dem Sänger zu tun, wo würde es natürlich sein zu atmen? Das hat dann wieder mit Phrasen zu tun, dass ja, ich ja die Phrasen verstehe. So, hier zum Beispiel. Einatmen. Wirklich, das Einatmen hat, darf ich das nochmal machen? Ja. Weil das hat so ein Gefühl gehabt. Also hier einatmen, hier einatmen. Weil das wusste ich jetzt gerade nicht. Das hat, Einatmen hat was gegen die Querkraft ja, zu ja tun. Weil Tief, 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 tief,
weil der Atemmundart ist eher Sache ist die, der Atem braucht auch den Rhythmus, muss im Rhythmus drin sein. Natürlich. Weil ansonsten wird der Atem das wieder behindern, was ich den Fuß behindern. Ja, ja. Aber das sieht man, das ist wie so ein kleines Räderwerk. Und wenn dieses kleine Rad da irgendwie in falschen Position ist, dann kriegen die anderen Dinge richtig weiter. Ja, ja. So, jetzt machen wir nochmal von hier. Mhm. Dann die, ich fehlt mein Mann da. Und das ist ganz wichtig, dass da, weißt du, vorher war, wir sind, dann arbeitet man gegen sich selbst. Absolut. Und Handbremse. Und natürlich, bei solchen Sachen, da gehört einfach, dann, du hast hoffentlich keinmal noch die Linke. Nö, eigentlich, eigentlich, es war ja frei jetzt auf einmal. Eben. Da habe ich das auch einmal nicht mehr gebraucht. Eben. Du brauchst eigentlich, da kannst du einfach wegstellen. Du brauchst hier nirgendwo, ganz, ganz sicher, nirgendwo, keine Stelle hier, die braucht linkes Pedal. Okay, machen wir mal. Ja. Nicht da, da, nicht das hören, da. Yes. Ich habe auch diesen Ton wieder.
ja. Magier. Es klingt wie eins. Du bist ein Zauber. Aber einmal, wie kann der diesen Ton anschwellen? Ja, stell dir vor. Ich kann es mal nicht, aber... Ja, aber das ist einfach, bitte, alle diese langen Töne, ja? Lange Töne. Das, was du brauchst. Du brauchst den zum Beispiel, wenn du brauchst... Kannst du machen? Ja, ja. Wenn du das willst. Oder... Oder... Ja, alles kannst du machen mit der linken Hand zusammen, aber wenn du nur diesen Ton nicht auslässt aus deinen Ohren. Jetzt möchte ich genau da mal was sagen, vielleicht für die Kamera ja. Auch. Ich habe jetzt gerade etwas entdeckt. Ich glaube, die meisten machen das alles auf dem Kopf. Und zwar folgendermaßen. Die Aufmerksamkeit befindet sich, ist am stärksten am Beginn des Tones und dann nimmt sie ab. Ja, natürlich. Das ist bei den meisten ja. So. Während... Der Körper, da macht man so, man möchte halten. Ja. Was wir eigentlich, oder so wie es eigentlich funktioniert, ist eigentlich auf den Kopf gestellt. Wir machen es andersrum. Die Aufmerksamkeit ist voll und ganz auf den ganzen Ton, also auf alles. Und man macht sogar was damit. Und hier eigentlich physisch macht man nur den Beginn und lässt los. Ja, ja, eben. Wir sind andersrum. Ja, aber weißt du, das ist je nachdem einfach dieses Klang, diese Klangzauberei, ja. Ja, ist das eigentlich nur möglich durch energetischen Einfluss, wie du Energie steuerst. Richtig. Eigene Energie. Du kannst den Ton anschwellen lassen, einfach mit den anderen Hand helfen, einfach innerlich, ja. Den vergrößern, der wird auch vergrößert. Also das Publikum wird voll das Gefühl haben, du hast da was. Und manche machen das so. Aber das funktioniert. Wozu? 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 Ja, das machst du mit deiner Energie. Das ist die. Ja? Ja? Das machst du locker mit der Energie. Anders funktioniert es nicht. Anders funktioniert es nicht. Das ist vielleicht der Unterschied. Die einen machen das deswegen, weil sie meinen, das Tun, das Materielle, das Manuelle, das ist die eigentliche Kunst des Klavierspielens. Und das Geistige, das kann man mal beiseite lassen. Ja. Während es tatsächlich, was wirklich funktioniert, jetzt, ich sage jetzt nicht ideologisch, aber was tatsächlich funktioniert, ist, wenn du, der Geist steuert es und der Körper führt nur aus. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist komplette energetische, emotionale Arbeit, also seelische Arbeit. Eigentlich die Musik ist Energie, ja. Das ist nichts anderes. Das ist nur einfach Puls zum Höhen machen. Aber eigentliche Arbeit ist deine Energie, ja. Das heißt, also machen wir das. Ich mache jetzt unterbrechen, weil die sind immer...